So, nun aber. Jetzt aber wirklich, ich meine, wenn man das nicht schafft, dann lässt man sich doch vom Gegner treffen, nicht wahr? Ja, da wohl, ja. Ah, ich meine, ich komme jetzt ja... Oh, das war eine komische Keule, die hat mich sehr, sehr komisch... Was? Der hat mich... Was? Meine Energie. Ja, komm, ich lass mich umbringen, das bringt ja nichts. Was wollte ich sagen? Ich bin guter Dinge, wir sind auf dem richtigen Weg. Der Dampfer ist noch lange nicht abgefahren. Funk Royal ist geil. Ich glaube, sowas Ähnliches wollten wir sagen. So. Die Energie mitnehmen, die hier überall verteilt ist. Das ist sehr gut. So, du. Einfach hier hoch, da hoch, la. Ich bin mittlerweile, also jetzt guter Dinge, man kann dieses Spiel durchspielen. Es ist, ach, fick dich, machbar. Ja, Game Over, das war ja abzusehen. Dann ist gut, dann ist eh alles in Ordnung, wenn wir jetzt den Game Over haben. Weil noch schlimmer wäre... nicht festhalten, Arschloch. Noch schlimmer wäre, wenn ich jetzt irgendwie weitergekommen wäre und dann wäre ich einmal gestorben und hätte ein Game Over gehabt. Ach komm, der wusste, dass ich mich daran hängen werde dann. Der hat die Keule vorpräpariert geworfen. Das ist dämlich. Das ist doof. Das ist nicht nett. So, hoch. Oh ja, ja, ich liebe Lags. Ich liebe Lags in Spielen. Ich liebe es, wenn es stockt. Ich liebe es, wenn es auf so ein altes Kamellenspiel einfach mal anfängt zu stocken auf meinem Super-Laptop. Das ist super geil. Naja. Oh, herrlich, ey. Ich meine, wir wissen, es ist machbar. Wie geil ist das denn, oder? Wir wissen also, wir können zu der Stelle kommen. Es ist jetzt nicht mehr das, was ich vorher gesagt habe, unmöglich, sondern es ist sehr wohl möglich. Naja, geil. Und wie möglich es ist, werden wir dann hoffentlich sehen, wenn ich es irgendwann mal geschafft habe, nach 312 Jahren. Und es tut mir halt leid für meinen Zuschauer, das möchte ich jetzt erstmal sagen, auf YouTube sowie auch hier im Stream, dass ich diesen ganzen Abschnitt hier immer und immer wieder zeige. Aber es ist halt... Safe States sind für einen Pullermann. So ist es. So und nicht... Nein! Ich hab doch... Wie oft hab ich Sprung gedrückt? Wie oft hab ich gerade... Spiel! Im Ernst, es ist das fünfte Mal an der Stelle, dass das Spiel an der Stelle, original an der Stelle, nicht auf Sprung reagiert. Es ist das fünfte Mal. Oder was weiß ich, das wievielte Mal. Es ist einfach zu oft vorgekommen vom Spiel, dass es genau an der Stelle schon wieder nicht reagiert hat. Ja, jetzt springt er, jetzt, da wo ich es eigentlich echt... Nee, das ist dumm, das ist behindert, ist das, Mann, ist das ein Scheißspiel! Komm, weil wir schaffen es ja so nicht mehr, also muss ich mich wieder umbringen lassen, um den Wirbelsprung zu finden. Was ist das? Echt? Entschuldigung, ich sehe, es ist jetzt nicht irgendwie, oh, du hast vergessen, Sprung zu drücken. Nein, ich spiele diese Scheißspiele, ich spiele Retro-Spiele, da habe ich Pause gemacht. Ich spiele Retro-Spiele, seitdem ich echt denken kann. Ich habe einen Gameboy in der Hand bekommen, da hat mein Verstand eingesetzt anzufangen. Seitdem habe ich Erinnerungsvermögen, seitdem ich das erste Mal eine Konsole in der Hand hatte. Seitdem kann ich springen, seitdem drücke ich die Sprungtaste. Wenn ich sie vergesse, sag ich, dass ich sie vergessen habe. Das ist auch schon oft vorgekommen. Nein, es ist einfach so, dass die einfach an gewissen Stellen im Spiel, wenn es wirklich darauf ankommt, nicht reagiert. Und das ist ein Arschlecken. Das ist, was ist das denn? Ja. Ach, ist das geil programmiert. Ist das gut programmiert. Ist das geil programmiert. Ach, ich habe schon wieder so viel Energie verloren. Ja, ich bring mich wieder um. Ey, es bringt doch nichts. Nein, ich bring mich nicht um. Man kann es auch so schaffen. So. Es ist einfach wirklich so, ey. Leute dann schreiben, ey, fail, du hast vergessen, springen zu drücken. Alter, ihr seid fail. Alter, okay, ich kann mich wirklich gleich umbringen lassen. Also wenn ich das jetzt irgendwie... Nee. Da darf ich mich jetzt gleich von gar nichts treffen lassen. So, mal gucken. Ich darf mich jetzt original einmal treffen lassen und dann ist es eh vorbei. Das ist genial, ey. Jo. Jo. Ah, ich probiere es immerhin. Könnt ihr auch einfach aufgeben. Ach, ich habe den Sprung. Ja, oh, ich kann jetzt einmal springen. Na, das ist geil. Ich kann jetzt einmal meine Sprungattacke einsetzen. Das, ich werde sterben. Das war's. Scheiße, ey. Einmal Sprungattacke. Ein einziges Mal. Na, mal gucken. Bin ja echt gespannt, ne? Ha! Ah! Okay. Jetzt ist er gesprungen, so wie ich davor auch immer springen wollte. Nur mal so. So. Oh, fuck. Nicht Game Over. Alles nur kein Game Over. Okay, alles nur kein... Danke. Okay, gut.
Oh, okay. Hey, ich habe angegriffen, okay? Ach, Spiel. Oh, Spiel. Ach, mit dem Festhalten, das ist echt geil geworden, das Spiel. Na, hat aber jemand eine Idee. Wir können einbauen, dass sich der Spieler random festhält. Was halten ihr davon? Ah, gut! Gut, Eckbert, das ist aber eine gute Idee. Ah, so, sind wir wieder mal hier. Ja, mittlerweile schaffen wir das ja, ne? Sehr, sehr schön. Ich weiß noch nicht, wie oft ich jetzt ein Continue habe. Ich glaube, ich lasse mich jetzt gleich absichtlich umbringen. Ich weiß, wo die Energie ist, die ich aufsammeln muss. Hier kann ich oft sterben, oder? Hier kann ich nicht. Doch. So. So. Badabam. Und jetzt mit vollen drei Leben, mit vollen Elan, mit vollem geistigen Einsatz geht es nun also auf zur Reifeprüfung der Ninjas. Denn mehr macht unser Aushilfskoch-Ninja hier eigentlich nicht. Er will doch wirklich nur lernen, richtiger Ninja zu werden. Oder mehr eigentlich nicht. Und er versagt auf seinem Wege dahin so grenzt. Was? Ach naja, weißt du, Spiel. Manchmal. Also lasse ich doch 5 gerade sein und... Ach, geil. Ja, Mann, Spiel. Gut. Ja, ich muss einfach nur... Muss ja einfach nur bis zu einer gewissen Stelle kommen. Und dann ist alles okay. Södele. Erstmal das wieder. Jetzt wieder so. Fing. Oh Mann. Oh Mann. Gut, hat noch gereicht. Puh. Das war knapp. Ja, 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 ja. Das Spiel regt mich milde auf. Okay, und... Oh, hu, hu, hu. Und jetzt kommt nochmal der Adler. Das ist aber okay. So. Wir wissen jetzt ja, wo ungefähr was kommt. Und das muss ja dann reichen. Oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe volle Energie. Fast. Scheiße. Ah, das ist nicht nett. Naja. Einfach rennen. Einfach rennen. Ey. Gut, okay. Ab geht's dafür. So. Einfach nur raufkloppen, einfach nur raufkloppen. Was? Was? Wie geil ist das denn? Wie? Das Spiel ist nett! Ich halte es gerade im Kopf nicht aus! Das Spiel ist nett! Oh Gott! OMG! Oh Gott! Ich bin gerade wirklich sprachlos! Ich bin gerade sprachlos vor Begeisterung! Wenn ich einen Boss besiegt habe, ist es so? Wie geil! Okay, okay, okay. Das wusste ich nicht. Das verändert jetzt eine Menge. Okay, scheiße, jetzt sterbe ich, weil ich bin... Alter, jetzt überrascht mich das Spiel mit so einer Kacke und ich sterbe deswegen. Ah, ist das dumm? Ist das dumm? Mann, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Komm, bring mich um. Ist das eine Kacke? Kann man mich vorwarnen vom Spiel? Übrigens, ich starte beim nächsten Mal wieder bei dem Boss. Nein, nicht. Das wird einfach nur... Bumm, der Boss ist da. Das ist geil. Das ist doch geil. Das ist doch geil, aber nein! Ich sterbe jetzt deswegen. Das sind so diese Sachen von NES-Spielen. Oder nein, das sind die Sachen von dem Ninja-Gaiden-Spiel. Nicht von allen NES-Spielen. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist wirklich nur die Sachen von diesem einen Ninja-Gaiden-Spiel, dass es ein reines Try-and-Error-Prinzip ist. Du kommst bis zu einer gewissen Stelle und dann gibt dir das Spiel nichts vor. Du hast keine Ahnung, was du machen musst. Du musst probieren. Du stirbst erstmal 5-mal, bis du irgendwie einen kleinen Weg findest. Dann... kommst du 2 Meter weiter und musst wieder probieren und stirbst 500 Mal, einfach nur, weil das Spiel das so vorgesehen hat, dass du sterben musst, um zu lernen. Das ist eine 100%ig ansteigende Lernkurve, die zum Kotzen ist. Das ist wirklich, sowas macht nicht mal Spaß. Sowas ist zwar irgendwie, ey, guck mal, innovativ, geil, irgendwo nennen wir das mal Idee. Ist es nicht, es ist nicht mal eine Idee, es ist fernab von der Idee, es ist einfach nur, ne, es ist wirklich, ne, mehr ist es nicht. Es ist so, oh, wir könnten auch anders, aber wir machen es so. Ja, weißt du, Gargoyle. Der Gargoyle macht für Trilliarden Schaden. Vögel und Gargoyle machen Schaden, den kannst du nicht im Kopf aushalten. Das ist doch unverständlich. Das ist doch wirklich unverständlich. Das ist voll nett. Das ist voll nett vom Spiel. Das ist das erste Mal, dass das Spiel nett ist. Und der normale Casual Gamer... Achso, ich kann ja sterben. Was ist denn jetzt los? Ich habe eine Energie, als wenn ich das schaffen würde. So, oh, ich bin tot. Bei den Jet-Ninja schaffe ich es nicht. Das ist... Ah, ich weiß gerade nicht, wie ich... Also, das ist das erste Mal, dass das Spiel probiert, nett zu sein. Ach, naja, komm. Und dann echt in so einem Moment,
Naja, immerhin müssen wir den ersten Gegner nicht mehr machen und wir dürfen also mit Special-Waffe zum ersten, zweiten Endgegner gehen. Naja, nett. Oh Gott. Oh Mann. Hallo? Gut. Puh, das war knapp. Alter Falter, ich bin bisher 229 Mal gestorben. Nur mal so für die Leute, die es interessiert, ne? 229 Mal. Ist eine schöne Zahl. Ist eine dreistellige Todeszahl. Das ist sehr toll. Das macht sehr viel Spaß. Ah, naja. Aber je öfter man was macht, desto öfter... desto besser wird man auch. Also... Ich mach das hier jetzt ja... Wie oft seht ihr jetzt dieses Level gerade? Jetzt mal im Ernst. Wie oft seht ihr diesen Scheiß hier gerade? Wow, das war... Das ist Bullshit. Oh, wow, ey. Können die mal irgendwie nicht alle 2 Sekunden wieder spawnen? Nee, das ist ja... Ich bin ja gleich tot. Was? Jetzt schafft er den Sprung nicht? Er will mich rollen! Er will mich rollen! Er will mich wirklich verarschen! Ich bin von derselben Stelle abgesprungen, wie immer. Wie schon die 133 Mal davor, wie wir es gesehen haben. Und er ist immer rübergekommen. Und jetzt, das eine Mal. Nicht, nein, nö, da nicht, nein. Weil es logisch ist. Weil das Spiel programmiert ist. Na klar, es ist programmiert. Am Arsch ist es programmiert. Das ist ein Scheiß, ist das. Das ist... Und das Schwert geht durch. Das ist Bums. Ey, da ist... da springt der Original immer da ab und landet dann auch immer auf der anderen Plattform. Das eine Mal jetzt. Nicht. Weil geil. Oh, Alter. Ey, ich benutze den Drehsprung. Ich mache alles kaputt in der Luft. Alles. Ich komme auf, werde getroffen. Von dem Objekt, was ich kaputt gemacht habe. Das ist höchste Kunst der Programmierkacke. Das ist wirklich, Alter. Na, Mann. Ey. Na, komm, ich lass mich umbringen. Ich will Game Over sehen. Hallo. Aushilfs-Ninja, machst du mal bitte kurz. Dieser Praktikums-Ninja, im Ernst, ey. Ja, das mach ich ja doch. Ich laufe ja doch weiter, bin ich dumm. Ach, ich lauf weiter. Oh, da war jetzt mal durch Zufall kein Ninja-Stern. Und den Sprung schafft er jetzt auch durch Zufall. Bam, 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 bam. Ist ja gut. Ich liebe diesen Ninja nicht. Oh, es ist so gut. What? Oh ja, noch mehr Schaden nehmen, du Kank. Kank. Du Kank. Du bist ein kleiner Kank. Ich mag dich sehr, Funk. Hey, wie fliegt der jetzt? Der fliegt so, wie er lustig ist. Er fliegt so, wie er verfickt. Und umbringen lassen. Komm, es bringt nämlich nichts. Ach, das... Ach, achso, Moment. Ich möchte mal ganz kurz was festhalten. Im Spiel, wir gucken mal kurz zu. Ich kann nämlich nochmal bestimmt runtergehen. So. Und hier ist Boden und alles und wir können, wenn wir jetzt springen, landen und verlieren keine Energie. Gut, okay. In Ordnung, merken wir uns. Ah, interessant. Mann, ist das gut programmiert. Das ist wahnsinnig interessant programmiert. Also ich glaube, dieser Random-Bot, den ich benutze, wenn ich Verlosungen mache, der ist da ein ganz großer Teil dessen. Oh, wow. Wow, Ninja. Ah, Mann, ey. So. Du. Das war dumm von mir. Das weiß ich aber selber. So. Oh. Ey. Oh, Alter. Ja, jetzt macht er den natürlich kaputt, den Ninja-Stern. Davor nicht. Nein, aber jetzt. Jetzt, ja. Ah, Fehler meinerseits. Ich bin stehen geblieben. Oh Mann, ey. So. Bidi. So langsam. Ist die Geduld ja auch dann mal schön und gut. Und dass ich so schön durchhalte und alles, ne? Das ist ja alles. Ach, komm. Ja. Ach ja. Ey. Das...
Mann, ist das gut programmiert. Es ist so wahnsinnig gut programmiert, das hältst du im Kopf nicht aus. Das ist so gut programmiert, das hältst du echt im Kopf nicht aus. Das hältst du im Kopf nicht aus. Wie gut dieser Scheiß doch programmiert ist. Mann, echt, das ist nur noch Enttäuschung. Das ist wirklich nur noch herbe Enttäuschung. Das ist... Ja, ist geil, ne? Ich will dieses Spiel nur noch zu Ende bringen. Das Schlimme ist, ich glaube, ich freue mich nicht mal mehr, wenn es vorbei ist. Das ist... Normalerweise freut man sich ja, wenn man so ein Spiel... Was? Na komm. Man freut sich doch normalerweise, wenn man so ein Spiel beendet. Sag ich mal. Also, der normale Mensch freut sich, wenn er ein Spiel beendet. Ich glaube, das ist hier nicht mehr möglich bei dem Spiel. Das ist hier echt nicht mehr möglich. Bing. Bong. Das, diese Enttäuschung, die in mir ist. Dieses einfach nur noch, Mann, ist das Spiel ein Kack. Mehr ist da nicht. Mehr ist da gerade wirklich nicht rauszuholen an Gefühlen. Oh. Diese Stelle. Dieser Adler von unten. Echt, ey. Ja, also selbst so. Was zum... Dann kommt der wieder. Jetzt kommt der Adler. Jetzt kommt das. Er schafft den Sprung! Schon! Wieder nicht! Schon! Wieder nicht! Du kannst mir nicht erzählen, dass dieses Spiel programmiert ist! Du kannst mir nicht erzählen, dass Tecmo Menschen sind, die entwickeln können! Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwas von den Sachen, die hier in diesem Spiel passieren, irgendwie einen Quellcode hat! Ist das programmiert? Guckt euch das an. Ist das programmiert? Mann, Mann, Mann. Da hat aber jemand sich wirklich Mühe gegeben. Mann, Mann, Mann. Ach, geil, dass das Schwert durchging. Ah, geil, dass... Ist so geil, wie die Schwerter... Ist so geil, wie die Gegner aber spawnen dürfen, wie sie lustig sind. Oh, und geil, dass mich das trifft. Ist so geil. Das ganze Spiel ist so unendlich geil programmiert. Ey, das hältst du im Kopf nicht aus. Das hältst du echt im Schädel nicht aus, wie gut dieser Scheiß programmiert ist. Das passt unter keine Kuhhaut. Okay. Schlimme ist ja, ich weiß, dass ich diesen Abschnitt kann. Also ich habe es jetzt ja, wie oft gemacht? Dreimal schon, den Abschnitt? Also ist er machbar. Er ist wirklich machbar. Der ganze Abschnitt. Alles, von vorne bis hinten. Er springt schon wieder nicht! Er springt schon wieder nicht, wenn ich Sprung drücke! Er springt schon wieder nicht, wenn ich Sprung drücke, Mann, Alter, das ist doch nicht möglich. Nein, ich heule nicht, es ist einfach nur ein Jäulen, ein Heulen und Jaulen und Wimmern, das ist doch... Was denken die sich dabei? Die Was denken die sich dabei? Was denkt man sich dabei, eine random, nicht funktionierende Sprungtaste zu entwickeln? Was denkt man sich? Wie kommt man auf den Gedanken, dass sowas innovativ wäre? Das ist so innovativ, wie Forscher Cinderella ein Sandwich anbieten. Das ist nichts innovativ. Das muss man machen, damit die Lebenserhaltungsquellen von Forscher Cinderella aktiv bleiben. Mehr nicht. Oh, flieg doch bitte noch weiter runter, du Spast. Oh. Ist das geil, oder? Ist das geil. Okay, die ganze Zeit davor hat er mich nicht einmal getroffen. Jetzt trifft er mich. Jo.
Ja, das ergibt doch Sinn. Das macht doch Spaß. Heilige Scheiße. Oh, warum will ich denn über den Rührer springen? Meine Gehirnfunktionen setzen aus. Nicht, dass sie jemals gestartet hätten, aber... Meine Güte, ey. Oh, toll. Gut, Max. Hat nur nichts gebracht, weil ich unten die Energie brauche. Oh. Oh. Danke. Was? 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 Okay. Ich verstehe nicht, warum das Schwert wirklich manchmal nicht trifft. Ich verstehe es wirklich nicht. Was? Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder die... Das ist schon wieder... Alles klar. Ich verliere den Glauben an alles. Ich kann nicht mehr. Ah, Mann, ey. Ja, der kommt, dann kommt der Super Jet Ninja aus der Hölle wieder, weil er einfach mal das Mega Jetpack umgeschnallt hat. Ey, die sind in einem geschlossenen Gebäude und fliegen mit Jetpacks rum. Die sind in einem verfickt geschlossenen Gebäude und fliegen unendlich mit Jetpacks rum. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Okay. Ich verstehe nicht, wann das trifft und wann nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Naja, gut. Okay, sie kann mich jetzt neuerdings immer töten. Was ist... Okay, irgendwas ist mit dem Spiel passiert. Entschuldigung. Ich möchte es mal ganz kurz herausfinden. Ich bin durch die Stelle die letzten 25 Mal, glaube ich, durch... Ah ja. Ich brauche den Drehsprung, anders geht's nicht. Ich muss mich umbringen. Ich bin langsam echt am Ende mit meinem Latein. So. Eieiei. Das Spiel tut mir sowas von nicht gut. Das Spiel tut mir sowas von nicht gut. Warum? Ach, was? Ich bin noch gelandet. Ach man, egal. Was? Na gut. Was? Na gut. Was? Ich brauch dich. Danke. Nicht reinfallen. Oh, danke. Okay. Oh. Ich bin jetzt einfach nur noch so nicht mehr fassen können und alles ist vorbei und alles ist geil. Ai. Okay. Ich meine, gut, einmal von der Fledermaus getroffen werden ist nicht so schlimm wie einmal vom Mäusebussard. Ach, fick dich. Oh, wow. Bill. Ist nicht so schlimm, wie einmal vom Mäusebussard erwischt zu werden. Das ist gut. Ah. So. Okay. So einfach. So einfach, wenn die Sprungtaste klappt. Das ist echt merkwürdig. So einfach. So einfach, wenn die Sprungtaste klappt. Echt merkwürdig, Mann. Naja, ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag's wirklich nicht. Gut, sind wir wieder also hier. Ah. Alter! Boah! Echt, ey. Man hält's im Kopf nicht aus mit mir, oder? Ich muss mich umbringen lassen. Die Energie reicht jetzt nicht aus, dass ich hier irgendwie... Wo kann ich jetzt schnell sterben? Ach ja, indem ich durchlaufe und dann dort an der einen Stelle immer wieder... Hier nehme ich. So, bis Game Over kommt. Da-da-di-da-da-da-di-da-da. Okay, gut, weiter geht's. Ah, herrlich. Oh Mann, Alter. So langsam, echt, bei mir setzt auch schon so das Lächeln des Bekloppten ein. Das heißt, ich lächle einfach unkontrolliert, ohne Sinn und Verstand, vor allen Dingen ohne Zweck. Ja, schade. Okay, Ninja, mach doch, was du willst. Hey!
Hey, Schwert! Hey, Schwert! Hey, hey, Schwert! Hey, Schwert! Ist mir egal. Kann ich ja mal wieder probieren hier. Au. Ich Depp. War mein Fehler. Ich muss nach vorne gehen dabei beim Springen. Ja, nehme ich so. Das war mein Fehler. So. Ah, scheiße. Der springt mal so, mal so. Ja, genau. So. Okay. Hier gab es keine Energie? Nein. Alles klar. So. Oh Mann, ey. Je öfter man das macht, desto langweiliger wird es echt beim Zugucken. What the fuck? Na, geil. Oh, okay. Ich glaube, er hat mir geholfen. Ja, indem er mir zwar ein bisschen... Was? Halt dich doch mal fest. Danke. Ah, okay. Das gab keine Energie. So. Alles klar. Oh. Leben. Los geht's. So. Vorbereitung. Okay, wir kommen jetzt zum Boss. Ich sammle wieder die Flammen ein, attackiere mit den Flammen. Ich weiß jetzt, dass der Boss kommt. Alles in Ordnung. Kurzen Schluck Cola. Oh mein Gott. Den Flammen auf dem Boden ausweichen. Den Flammen auf dem Boden ausweichen. Oder direkt gut rüberspringen, wenn man das schafft. Okay. Da springen. Okay. Los geht's. Ja, ist egal. So. Scheiße, ich bin gesprungen. Dumm, 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 dumm. Okay. Oh, fuck, ist das übel, ey. Oh, ist das dumm. Der Gegner ist so... Nein, er hält sich fest. Oh, fuck. Ey, Wahnsinn. Nein, warum trifft er denn nicht? Warum trifft er denn nicht? Warum trifft er denn da nicht? Nee, ist ja auch egal. Wow, die hat mich nicht getroffen. Ja, genau, die hat mich halt... Nochmal alles. Ah, Leute, wisst ihr was? Wir machen es beim nächsten Mal weiter. Das bringt heute nichts. Das bringt heute nichts. Das LP wird ewig lang. Ich schaff das heute nicht. Definitiv nicht. Ich hab zwar Bock, aber meine Begeisterung für das Spiel ist durch. Meine Konzentration ist am Ende. Nee. Und vor allem die Leute auf YouTube müssen das halt immer und immer wieder sehen. Das ist langweilig. Das ist scheiße. Sowas macht keinen Bock. Meine Laune ist am Ende. Nee. Vorbei, aus, Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei dem nächsten Video. Ich muss es ja irgendwie beenden ohne Save States. Aber das wird noch dauern. Das wird noch dauern. Funk Royal Overlord. Krsch.